Moin! Heute geht's um die KNX-Verkabelung und die sonstige Elektrik. Aber ich könnte das alles nicht erzählen, weil ich überhaupt keinen Plan davon habe, ohne die Hilfe von meinem Mann, der sich damit deutlich mehr auseinandergesetzt hat. Das heißt, alles, was ich hier erzähle, ist absolute laienhafte Nacherzählung. Daher korrigiert mich gerne über freundliche Kommentare. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie die ganze Verkabelung aussieht. Im Rohbau vor dem Anbringen der Trockenputzplatten, Fibroplan, seht ihr hier aus dem Obergeschoss werden die Kabel in Grau, in Grün, in Orange runtergeführt durch ein Loch, wo auch noch ein paar andere Leitungen lang gehen. Die kommen dann neben der Haustür in unserem Fall raus, gehen weiter nach unten und teilen sich dann momentan noch. Das ist die ganz frühe Phase der Elektroarbeiten. Die haben festgestellt, das Loch ist zu klein, was zwischen Erdgeschoss und Untergeschoss existiert. Da haben sie also erstmal nur die grauen Kabel durchgeführt, die Stromleitung und der Rest Busleitung und Datenkabel gehen noch über die Treppe nach unten, bis das Loch vergrößert wurde. Beziehungsweise auch einfach ein zweites daneben gesetzt wurde. Was für ein Wirrwarr. Am Anfang sah das Ganze in unserem Kellerraum so aus. Und jetzt kommt der Endstand. Ihr seht, mittlerweile ist auch hier Fußbodenheizung verlegt. Das Wirrwarr ist zusammengekettet und aufgeräumt. Das gibt es auch nochmal in besserer Belichtung. Da sieht es dann schon ein bisschen geordneter aus. Und mittlerweile sind die Elektriker auch dran, das Ganze in zwei überdimensionierten Schaltschränken wirklich auch zu verkabeln. Aber der Reihe nach. Das Bad vor dem Trockenputz sieht es so aus und die grauen Kabel, das sind einfach ganz normale Stromkabel, die kommen überall da aus der Wand und aus der Decke, wo wir hinterher Lampen haben wollen. Oder Steckdosen oder die Rollläden hoch und runter fahren möchten mit Strom oder ein paar Kabel gehen auch in den Heizkreisverteiler, damit wir die hinterher steuern können. Die grünen Kabel sind die KNX-Datenleitung, sprich, das ist ein Hinweis darauf, dass wir an den jeweiligen Stellen später Taster statt Schalter haben werden, um zum Beispiel das Licht zu steuern, Rollläden zu steuern und viele andere schöne Dinge im Haus zu automatisieren. Wir werfen einen Blick ins Schlafzimmer. Auch da kommen die noch so lose an der Wand entlang. Hier seht ihr auch das orangene Kabel. Das orangene Kabel ist ein Netzwerkkabel. Ist bei uns also überall da zu finden, wo wir denken, Internet auf irgendeine Art und Weise ist sinnvoll. In diesem Fall seht ihr die Auflösung gleich, wo genau das rauskommt. Außerdem gut zu sehen, hier zum Beispiel Wasserleitungen und Leitungen für die Lüftung. Ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine Zeitreise, denn 2 Wochen später ist der Trockenputz schon an den Wänden und dann sieht man auch, wo die Kabel jetzt genau rauskommen aus der Wand, auf welcher Höhe. Rechts seht ihr noch so gerade eben das grüne Kabel vom zukünftigen Taster, also Licht, Rollläden etc., die in unserer Ankleide dann steuerbar sind. Und hier der gleiche Raum Schlafzimmer nochmal mit Trockenputz und da seht ihr, es kommt ungefähr auf halber Höhe der Wand das orangene Netzwerkkabel, da soll nämlich hinterher ein Fernseher angebracht werden. Außen sieht das Ganze so aus. Die Elektriker waren hier beim Dachüberstand auch fleißig, den wir ja nur auf der Traufseite des Hauses haben. Hier sieht man nochmal schön die Verblendung mit dieser schwarzen Kante. Und auch hier haben wir uns was überlegt, nämlich den Einbau von Strahlern. Die sind so gesetzt, dass die bewusst Spotlight geben, also nicht komplett flächig das Ganze beleuchten. Warum die nicht mittig sind, wissen wir noch nicht. Außerdem kommen hier noch Kabel für Wandlampen aus der Wand, damit wir es auf der späteren Terrassenfläche auch gut beleuchtet haben. Ein bisschen Vorschau auf unseren Einrichtungsstil gibt es jetzt, denn an die Kabel, egal welche Farbe, muss ja auch noch irgendwas dran. Das habe ich jetzt mal Zubehör getauft. Ihr seht, wir werden ziemlich viele Spots haben, also Aufbauleuchten unter der Decke. Manche sind schwenkbar, manche strahlen einfach stumpf nach unten. Es gibt jede Menge Kabel, es gibt Aktoren, das ist dieses lange graue Teil. Das sitzt hinterher im Schaltkasten und da kommen die grünen Kabel an. Die geben das Signal von den Sensoren, also unseren Lichtschaltern im Grunde, wieder. Und dann macht der graue Kasten Strom auf oder zu, je nachdem, wohin das geschickt werden soll, an welche Lampe, an welche Steckdose etc. Weiteres Zubehör ist die Wetterstation. Wir haben ja den ganzen Somfy-Krempel entmustert und uns eine KNX-fähige Wetterstation gegönnt, die wir Gott sei Dank noch anbringen konnten, während das Gerüst steht. Wir haben ein bisschen auf den Verfuger gewartet, der ist bislang immer noch nicht da, aber wir wollen es nicht riskieren, dass wir irgendwann an die Dachkante nicht mehr drankommen.
Das Ding, was hier so ein bisschen aussieht wie der Ur-Gameboy in grau und groß und klobig, das ist ein Regensensor. Und daneben hängt momentan noch der Windmesser. Hier kann man es noch ein bisschen besser sehen. Der ist dafür da, dass wir steuern können, dass unsere RAV-Stores automatisch nach oben fahren und keinen Schaden vom Wind nehmen, wenn der zu stark wird. Das war's auch erstmal schon mit dieser Woche. Ihr seht, die Fußbodenheizung ist überall verlegt. Hier wurde noch ein bisschen nachisoliert und der Estrich ist auch schon drin. Da gab es noch ein bisschen Action am Tag des Estrichs. Das erzähle ich euch aber gerne in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten bleibt dran für weitere Updates. Ende Mai sollen wir fertig werden. Mittlerweile sind wir auf der Zielgeraden. So fühlt es sich im Moment an. Es sind noch keine größeren Mängel aufgetreten. Wir hoffen, es bleibt so. Von daher bleibt dran. Macht's gut.